So. Ja, jetzt gehe ich gleich erstmal auf die Suche nach dir, weil ich glaube, du bist ja hier relativ in der Nähe. Ich habe vier Dias. Du hast was? Ich habe vier Diamanten. Nicht schlecht. Ich muss mal eben hier kurz irgendwie, geht mir das Gezwitscher hier von wegen gerade auf den, tierisch auf den Keks. Irgendwie habe ich das Gefühl, der Sound ist immer wieder auf 100 eingestellt. Halleluja. So, wenn ich mich nicht recht vertue, müsstest du eigentlich ganz in der Nähe sein. Ja, hätte ich eigentlich auch so in Erinnerung Warte mal über eben, den Obsidian. ja, ich muss gerade mal gucken. Ich müsste doch irgendwo mal ein paar Rohstoffe noch haben. Ne? Einen Diamanten habe ich nur. So. Was habe ich überhaupt an Ausrüstung an? Ah. Wie gut ist ein Stahl als Verteidigungszeug? Rüstung? Gute Frage. Ich glaube, ein bisschen besser als wie Eisen. Oh, das wäre ja nicht schlecht. Weil wir könnten ja, wenn da jetzt noch keiner drin war, mal in den Dungeon reinspazieren. Ich brauche noch etwas. Eine schöne Brücke hast du gebaut. Ja, das ist halt so der Weg zum Spawn dann, ne? So, mal wieder Essen in den Ofen schmeißen. So, ach, da hinten stehst du. Mich hier runter, ja. Yes. Einmal ab ins Wasser. Ich brauche Obsidian. Ich könnte einen Enchanting Table machen, aber ich habe kein Obsidian. Ja, ich muss nachher mal gucken, dass ich mal ein bisschen runterkomme, da mal ein bisschen buddel und dann mal. Shit, Wecker. So, da ich dann auch mal gucken, runterkomme, ein bisschen guck, da ich auch mal dann so eine Turtle und alles fertig kriege. So, Ja, ich habe meine Servus. gestartet. Servus. Auch du hast ja einen lustigen Skin. Ja. Nice, nice. Dungeon, 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 Dungeon. Warum sehe ich den auf der Karte nicht? Moment. Es kann sein, Waypoints? nicht das Server, Ah, gar dass der keine down Waypoints war mehr. das, und den Reset irgendwie so, dass Ja, da müssen wir die mal hier hinten. Waypoints. Da müssen wir jetzt einfach mal gucken gehen, ob wir da hinkommen. Weil der ist eigentlich ganz gut aufgefallen. Soll ich die Kuh töten oder nicht? Auch wenn du Essen brauchst. Ah, ich schau mal kurz zu mir, was ich da noch habe. Ja. Ah, perfekt, da sind die zwei Getreide fertig. Hehe. Kann ich mir zumindest ein Brot machen. Ja, ich habe ein bisschen Brot, Korn, Äpfel und ein bisschen Chicken dabei. Weil die Hühner Jetzt bin wird ich es schon am Züchten Nacht. soweit. Ja, ne, das war ja klar. Muss doch. Ja. Natürlich, Damit immer spannender wird. logisch. Ja. So. Kurz die Maschine anschmeißen. Und machen wir gleich noch meine Rüstung fertig. Ja, Was ich sollte ich brauche noch haben? Brustpanzer und Helm. Dann bin ich eigentlich komplett. Schuhe und Leggings-Dings da hatte ich hier im Tempel gefunden. Ja, cool. Aus Stahl. Ich habe also Schuhe kann ich dir noch geben. Habe ich noch Stahlschuhe und Bronze-Leggings habe ich glaube ich noch. Ah, Wenn du da ich brauchst. mache das Ganze aus Iron und hab's eh fertig. Hab alles. Ich komme aber mal ein bisschen zu dir in die Nähe, falls hier mal gerade irgendwie jetzt was spawnt. Das ist dein Aber Hütchen da. ich hab kein Hütchen. Hier bin ich. Ach so, du hast gar keine Hütte aufgebaut. Na, no. Ach, dann Das ist ist immer die das von Letzte, dem was ich mache. Kandor-Dings da, ne? Wie auch immer heißt. Ah, Glaube ich. da habe ich auch schon länger nichts mehr getan. Nö, aber es ist generell, also ich sehe hier momentan immer wenig draußen mal. Ja. So. Ja, das Zeug muss ich auch noch bauen da, diesen Pulverizer und alles. Da muss ich mich mal erkundigen.
Ja, du kannst das gerne mit benutzen. Ja, ich laufe doch dafür nicht immer extra hier runter, du. Da Ja, aber ich bin ich denke dann zu mir. faul. Ja, meine Kiste füllt sich zum Glück jetzt schon etwas. Ich hatte mir, glaube ich, jetzt mal in der Testwelt hatte ich mir mal so eine Diamantkiste gemacht. Die sind ja gigantisch, ey. Kurz aussortieren, dass ich nicht unnötigen Stuff mitnehme. Ja, ich habe ein bisschen Holz dabei, ein paar Federn, aber das ist mir jetzt wurscht. Wertvolle, den Mining Turtle nehme ich nicht mit. Ich glaube, bei Tag müsste man sogar von hier aus meinen Weg da hinten am Berg sehen können. Aber jetzt im Dunkeln ist es ein bisschen schlecht. Also ich sehen. Echt? Ja, gut, ich habe, glaube Jetzt ich, auch nicht schön allzu weit beleuchtet. eingestellt. Ja, Ah, man gut, weiß, ja, wo man hinschauen muss. wenn ich seitlich gucke, sehe ich den auch. So. Gut, ich habe zwar Dann mal auf ins ein Gefecht. bisschen Hunger, aber es reicht. Brauchst du noch Entschuldigung, was zu ich bin. essen? Ein kleiner Kelly. Ein Hungerbalken fehlt mir. Da ist ein paar Äpfel. Yeah. Dankeschön. Kein Problem. Vorsicht, Skelett. Aber es verzieht sich gerade in den Untergrund. Richtig so, weg damit. So, wenn ich mich nicht ganz irre, müsste der nämlich da vorne sein. Da sind ein paar Creeper. Ich setze uns ein paar Fackeln am Weg. Joa. Da es in der Aufnahme nicht zu so dunkel ist. Bei meinem Shader wird die ganze Aufnahme doch nochmal um einiges bisschen dunkler. Okay, Vorsicht, da rechts sind ein paar Skelette. Süß. Und mit So, da ist Spinnen. der blaue Baum, ja, dann ist da der Hügel. Wo? Ach, da. Na. So, da der kleine Hügel ist nämlich der Dungeon. Die kann man eigentlich immer ganz gut erkennen an der Form. Ich habe nur den Eingang zugemacht, damit das nicht direkt so ganz auffällt. Ah, cool. Habe ich überhaupt Fackeln dabei? Nee, aber du hast welche, ne? Ja, ich habe 58. Nein, Eis. So. Dann mal auf ins Gefecht. Da unten ist ein Spawner hier. Ja, Ein ich sage Skelett-Spawner auf einfach. jeden Fall. Boah! Verzieht euch! Nein! Da! So, Skelett habe ich schon ein paar weggehauen da hinten. Auch hier gibt es eine Treppe runter und ich buddel mich letztens das Ja. da schräg runter. So. Okidoki. Der ganze böse Spawner. Drei Bücher, drei Papiere, ein bisschen Ember. Was ist das? Knowledge Fragment. Wofür sind das? Ah, das braucht man für. Gerade haben wir alles in die Kiste Du bist gerade reingetan, ziemlich scheinbar. leise. Ach so, du hast gerade alles da mal reingepackt. Ja, dann packe ich auch mal alles da. So. Ja. Ja. Boah. Wofür braucht man das? Ich glaube, da kannst du momentan Die mehr mit anfangen Knowledge als ich, oder? Fragment, die kannst du, glaube ich, eben alle anordnen. Wow! Alter! Nicht von hinten, stehe ich nicht drauf. Die kannst du auf jeden Fall anordnen und dann kriegst du ein Research-Rezept für Tomcraft. Okay, ja, da beschäftige ich mich erst später mal mit. Noch nicht, noch nicht. Kam der jetzt gerade von draußen rein oder was? Weil hier ist ja eigentlich hell genug. Ja. Komisch. Du brauchst ein Tier, dann nimm dir einfach den Tier. Ich nehme mir ein Buch. Ja, nimm dir, was du brauchst. Ein Buch. Die Taumium-Axt kannst du auch haben. Okay, danke. Dann nimm du dir mal die Saphire daraus. Ich glaube, da habe ich noch welche irgendwo gehabt. Also, Dankeschön. Die Knowledge Fragments kannst du auch haben. Machen wir doch einfach 3-3, jeder. Ja, stimmt. Fertig. So. Ja, mit dem Rest weiß ich noch nicht viel anzufangen. Die Bücher kann man mal zum Verzaubern nehmen, nicht mehr mal eins. Ja, genau. Die Papier. Spinnfäden brauche ich, glaube ich, nicht unbedingt. Da brauche ich mittlerweile eigentlich
genug auf Höhe an. Ja, dann nehme ich mir die. Jo. Emma Schoko Beans. Ja, ich glaube, ums Rottenfleisch müssen wir uns nicht streiten. Das nehme ich. Ne, Essen habe ich genug. Bisschen essen, ja. Bronzebrustplatte brauche ich nicht, weil ich glaube, das Eisen besser. Okay, ja, dann nehme ich mir die mal, weil ich habe noch keine. Und ziehe ich die mal eben an, weil ich ein bisschen geschützter bin. Und Tin und Silber, ja, ist jetzt nicht so wertvoll. Also ich glaube, auf die 3 Stück kommt es nicht an. Also machen wir einfach so. Ja, nimm die einfach. Also ich habe da Ich eh nehme noch keinen das, Plan du von. kriegst das andere. Ja, und den Rest. Ja, Schwein habe ich bei mir oben eh nicht. Ich habe da erstmal nur Hühner momentan. Das kannst du haben. Ich brauche Na nur eins. gut. Warst du schon mal in dem Dorf? Nein. Soll ich dir das mal eben zeigen, wo das ist, dass du dir den Wegpunkt setzen kannst? Jo. Okay. Warte mal, ich hack nur mal eben hier noch ein paar von den Mosis ab. Das finde ich ja krass, hast du das schon gesehen bei der 1.7er, wie die jetzt in den Wäldern da vorkommen, die Mosi Cobblestones? Ja, ich habe ein kleines Update gesehen. Also das ist so heftig, ich hatte eine Welt mal, da bin ich direkt in so einem Wald gespawnt, ne? Ja. Überall bloß die Mosi Cobblestones. Das war so krass. Wo kommt man hier hoch? Egal, bauen wir uns Auf der einfach anderen jetzt Seite ist hoch. eine Treppe. Boah, jetzt haben wir gleich hier auch eine. So, dann machen wir uns hier noch einen Waypoint, dann können wir uns irgendwann mal eine XP-Falle machen. Jo. Ja, ich hatte ja eigentlich schon Waypoint gesetzt, aber irgendwie ist halt, ne, resettet worden wohl. So, wenn wir jetzt hier draußen direkt erschlagen? Nee. Diese blauen Bäume da, die sind von dem Stormcraft auch, ne? Ja, genau. Und was, wofür sind die gut? Irgendwie was Besonderes, oder? Das ist Silberwood und Also ich weiß nur, dass hier immer so Quecksilberblumen drum stehen. ja, genau. Das sind also spezielle magische Bäume. Du brauchst eigentlich, ich glaube, das Holz brauchst du für eine Wand, also für einen Zauberstab. Und ja, braucht man sonst irgendetwas? Ja gut, einen Baum hatte ich mal abgeholzt hinten neben dem Dorf. Also Holz habe ich ein bisschen. So, das Dorf müsste eigentlich. Und du brauchst sie, und zwar durch das Zaubern ist das Flux, das ist so das die böse Zauberanteil, wenn du nicht alles so brauchst an Rohstoffen Ja. und so weiter, und die filtern das raus, und dann hast du wenig in es kommen irgendwelche Monster, die ganzen kleinen Wisps. Ach Wenn so. irgendwann mal so etwas Weißes rumfliegen, hast gesehen, die greifen dich ja auch an. Die mit den Blitzdingern da. Ja, genau. Ja, die habe ich schon. Ich glaube, das war sogar hier irgendwo hinten in einem, an einem Berg oder so. Da habe ich nämlich, glaube ich, mal eine Truhe leer gemacht, weil da war irgendwie sowas wie so ein, keine Ahnung, Anbetungsort oder irgendwas. So, das Dorf müsste eigentlich da hinten gleich kommen. Wo bist du Weil das jetzt war hin? nicht allzu weit weg hinter mir. Wo bist denn du jetzt? Ach, da hinten. In der Wüste. Ah, Ja. da bist du. Weil ich glaube, da hängen noch die Blätter von dem anderen blauen Baum in der Gegend rum. Weil den Baum hatte ich weggemacht, aber die Blätter hängen da noch. Ja, ich habe mir deine Folge da kurz angesehen. Wegen dem Sapling, es tropfen ganz wenig. Also ein Okay. Stück pro Baum ist ja. Ja, aber siehst du, es hat immer noch nichts gedroppt. Ja. Nur dann hast du hier auch schon mal das Dorf, wenn du mal irgendwie was brauchst oder so. So, ist da irgendeine Kartoffel? Ich hätte gerne eine Kartoffel, dass ich. Mal vernünftig ein bisschen was anpflanzen kannst. Genau. Weil Kartoffeln sind meiner Meinung nach noch das Beste. Ja, neben Fleisch, wenn die gekocht sind, sind die schon ganz brauchbar, ne? Und hier ist Wo halt noch waren die so noch? ein Marbelsteinbruch. Kartoffeln. Sehr schön. Echt? Ah, wunderbar. Perfekt. Dann noch 4 Stück. Also 2 Stück jetzt für mich, aber egal. Zum Anpflanzen tut's. Ja, ich muss, glaube ich, schon welche gehabt haben, weil ich habe schon eine Baked. Jo. Und damit habe ich auch bald eine gesicherte Lebensmittelversorgung. Jo. So, dann würde ich bald sagen, machen wir uns auf den Rückweg, weil die Folge dürfte gleich auch rum sein.
Ja, ich setze mal kurz einen Waypoint Dorf. Ja, für mich lohnt sich nicht, weil da vorne ist ja mein Heim schon. Na gut, machen wir uns auf Nö. den Weg. Jo. Ich muss mir mal hier auch noch irgendwie zu den anderen Hügeln hier eine Brücke hinsetzen und dann mal ein paar Eingänge machen, dass man da einfacher hochkommt. Aber alles Stück für Stück. Rom ist auch nicht an einem Tag erbaut worden. Sind diese Totempfähle da wie in der Wüste eigentlich irgendwo für brauchbar? Ich weiß es nur von TomCraft 4, also von der neuesten Version. Ja, da sind immer dunkle Notes drinnen. Okay, Und das sagt mir das, noch nicht viel. ja, das ganze TomCraft hat sich ziemlich geändert zwischen 3 und 4. Oh, mal eben was machen. So. Na mal schauen. Dann schaue ich mal mit dir rauf. Ja, gerne. Mal ansehen, was du da fabriziert hast. Noch nicht viel, aber Stück für Stück kommt alles noch. Ich hatte ganz am Anfang, hatte ich halt hier vorne erstmal so ein Feld angesetzt. Damit ich überhaupt erstmal so ein bisschen Essen zusammenkriegte. Dann hatte ich auch, glaube ich, noch mit Knochenmehl ein bisschen hochgezüchtet. Aber das lasse ich jetzt erstmal so wachsen und stört ja da nicht. Ja, einmal Tür auf. Ah. Ja, ist einfach nur, damit hier nicht unbedingt irgendwas rumläuft, weißt du. Ich hatte noch keinen Bock, irgendwie eine Tür zu machen. Und hier geht's dann runter in das Riesenhöhlensystem, wo ich auch alles verloren hatte. Aber hier kann man entweder Treppe nehmen oder halt hier einmal hoch. Und hier habe ich mir halt so eine kleine bisschen Feld angelegt und ich glaube, da müssten noch Nice. Kartoffeln stehen, oder? Da ist deine Hühnerfarm. Ja, erstmal halt so provisorisch. Ist auch eben wieder ein Hühnchen rausgekommen. Ich könnte mir ja eigentlich da drüben auf dem Berg da mal so eine Farm oder so anlegen. Aber da will ich ja eh nochmal drüber bauen, ja, das wäre eine Idee. Ja, ich muss auch mal mit dem Hausbau beginnen. Ich habe noch überhaupt keinen Plan. Weil ich habe ihm gedacht, dass ich mich nicht ins Wasser hineinbaue mit meinen Maschinen. Einen kleinen Glaskomplex unten rein. So. Und wieso? Jetzt muss ich gerade mal gucken, der Pulverizer, da hatte ich letztens schon mal angefangen. Ach, Kupfer und Flint und einen Piston brauche ich noch. Habe ich das Zeug nicht irgendwo? Aber ich glaube, wir sollten erstmal die Aufnahme, wir sind nämlich schon bei 17, 18 Minuten rum. Nö. Dann Dann muss würde ich ich glaube, ich mache das sagen. wieder ein bisschen fließend. Dann machen wir einfach jetzt hier an dieser Stelle eine kurze Pause für den Cut und ja, dann geht es auch gleich wieder weiter. Genau. Bis denn. Tschüss. Ciao.